Ja, klar, ich weiß nicht, was machen. Genau, gehen wir dann zu den Hühnern. Feuerteppich. Moment. Da besser sieht das jetzt schnell aus. Ja. So, dann. Genau, das ist TNT. TNT war, wenn ich noch muss. Gleich machen. Nein, eben nicht. So, das ist ein bisschen blöd. So, Leute, Gesender, da hat sie 10 Eier. Aber da muss ich regelmäßig alles immer wieder neu kommen. So, 13 Eier auf einmal. Nicht schlecht, hä? Eben, da bringt's. Ja. Ich würde sagen, schau, jetzt seht ihr da gerade, wie es funktioniert, so. Da treibt es da für bis ganz runter und... Ja, also es funktioniert sicher, das ist mir schon klar. Und früher auch schon angewendet. Mein Stone ist halt. Dann machen wir doch da noch ein paar mehr Hühner rein. Das poppt immer so geil. Man muss aber aufpassen, wenn man sie aufeinander durchschießt, also allein von so Huhn, dann fliegen sie viel höher. Ich weiss, das ist Glasverschwendung, aber scheiß drauf. Dann fliegen sie viel höher und dann kann es sein, dass sie aber rauskommen. Darum darf man nicht zu viel gerade hintereinander einschiessen, das kann schon passieren. Ah, ich habe immer noch kein Schwert. Gibt's doch nicht. Was soll... Ah, und ja, schon wieder zwei neue Eier. Oder 3, ja, keine Ahnung. Und da übrigens habe ich auch noch ein bisschen geändert. Ja, es sieht vielleicht nicht so geil aus, aber ich bin runtergefallen und gestorben. Und es noch in der Mitte Leiter hat, darum habe ich jetzt noch gemacht, dass am Rand einmal Leiter hat noch ein paar Stück, dass wenn man da jetzt zum Beispiel runtergefallen, so, dass man dann nicht stirbt. Und da noch so aufsetzen, dass man auch nicht auf dieser Seite runtergefallen, ja. Ich check wahrscheinlich, wie ich meine. Genau, dass man so nicht stirbt. Ach, ich habe nichts, ich habe keine Fackeln. Schwert brauche ich auch noch unbedingt und... Oh, Mann! Die beschissenen Fence Gates, jedes Mal wenn ich das aufmache, baue ich irgendein Shit hin. Ach, ey. Herrje. Gravel. So viel Gravel. Das ist ja hure behindert. Ja, keine Ahnung. Ich sage, gehen wir wieder ruhen. Ah. Ja. Noch ein bisschen planlos gehen, Eisen abbauen. Juppie, Eisen. So, dann würde ich sagen, sieht man sich. Hallo miteinander, herzlich willkommen zum... Ja, wahrscheinlich dem zweiten Teil von Part 3. So, ich muss euch erstmal etwas sagen. Ich habe zum Urladen eine Wartung lang gehabt, also für den Part 1 habe ich etwa 20 Stunden gehabt, für den Part 2 eigentlich auch. Das Problem war nur, dann ist nachher ist mir der Upload abgestürzt und etwa bei 90%. Und dann, jetzt habe ich den Part 2 noch neu gerendert, also anders. Jetzt wird die Woche schlechtere Qualität haben. Okay, das ist jetzt halt Part 3, da ist halt ein bisschen blöd, dass ich euch da jetzt später kann sagen jetzt. Aber die Frage ist eigentlich, ob ihr die Videos, ob ihr vielleicht Videos bei 1080p schaut oder ob 720p lenkt, dann kann ich es nämlich in kleinerer Qualität exportieren. Da heisst es, geht nicht so lang zum Exportieren und vor allem nicht so lang zum Urladen und da bedeutet wiederum, dass ich mehr Videos kann machen. Und ja, das war eben hure behindert gewesen. Darum habe ich jetzt mal ein bisschen schlechte Qualität. Ich würde einfach sagen, wenn ihr die Qualität jetzt vom Ding findet, vom Part 2, eben ins Graum Urladen gleichzeitig, dann wird es ein bisschen schlechtere Qualität sein.
Und ja. Guten Morgen, oder nein? Was immer bei euch für Zeit ist, bei mir ist gerade Abend. Freitagabend. Besser gesagt, 9 Uhr. Etwa, so. Jetzt, was wollte ich machen? Ich habe mal... Ihr habt mir ja ein paar Vorschläge gegeben im Part 1. Was ich machen kann. Und da... Ach, wie heißt der jetzt wieder? Axko Aslak oder so. Sorry, wenn ich den Namen falsch ausspreche, gell? Tut mir recht leid. Er hat vorgeschlagen, ich kann so ein Luxus, riesiges Luxushaus bauen. Und da Andi VB hat vorgeschlagen, ich könnte den Hugo Dani auf den Goldblock setzen. Und jetzt für den Anfang mal bin ich echt schon recht zufrieden da mit der Hugo Dani-Idee. Ja, ich suche jetzt gerade umzusetzen. Und nachher, ja, keine Ahnung, würde ich sagen, gehen wir mal zu den Hühnern schauen. Ja. Und wie läuft's so bei euch? Alles in Erdnussbutter. Ja, was soll ich machen? Ja, keine Ahnung. Minecraft, schon ein bisschen komisches Game. Läufst einfach da das Zeug durch und machst irgendeinen Scheiß. Und wenn du noch Let's Play machst, dann hast du noch ein bisschen behindert vor dich hin. Da baue ich es auch nur ab, dass es so aussieht, das hätte ja etwas zu tun. Aber ja, machen wir mal damit zum Hugo Toni, dann habe ich etwas zu tun. Ach, ich hoffe nur, ihr hört das Telefon nicht läuten. Jetzt hat die ganze Zeit läutet. Nein, geht es nicht ab, ne. Für das ganze Let's Play stören. So, also Hugo Toni. Sorry, aber... würde ich da jetzt einmauern. So mehr oder weniger, würde ich mal sagen. Hehe. Hoffentlich geht er nicht raus, Mann, ich verstehe, wenn ich's... Geil, der bewegt sich nicht einmal. Ja, aber wie wollte ich den Block unten dran ändern? Da kann ich nicht einfach so, hm? Ja komm, dann lassen wir halt den Block unten dran. Scheiß drauf. Aber machen wir da noch einen schönen Rand, das ist auch geil. So. Das ist doch schon recht geil. Wow. Ja, genau. Ich hätte zwar völlig anders, als ich mir da vorgestellt habe. Nee, das ist nicht gut. Moment. Ciao, Hugo Toni. Da muss man wieder zu, sonst... passt es nicht vom Ding her, wow. Ja. Genau, jetzt weiß ich wieder was... Ja, wieso laufe ich da jedes Mal? Das letzte Mal bin ich da schon so behindert im Kreis rumgelaufen. Ja, ich wollte fertig machen. Und es ist noch ein paar Tools. Aber, ja, keine Ahnung, momentan gehen wir doch gescheiter mal zu den Hühnern schauen. Die Eier zusammensammeln und so. Hey, ich habe vor allem im Griff, also im Überblick, wie es jetzt genau war in Part 2 und so, und wo das jetzt steht, ja, da müsste ich ein bisschen regelmäßiger durchlaufen, dass es ein bisschen mehr Eier gibt, aber ja. Soll noch ein bisschen mega füllen, hä? Sally, ja, schau, Sandra, da kommen gerade wieder neue Eier. Und da hat es doch noch freies Platz, genau. Das hätte ich noch freies Platz, aber... ja. Geil, alles... schön viel Eier. Ja, gut so. Geben wir euch Eier.
Fucking Eier. Pretty schön ist das so. Und ja, habt ihr gesehen, Exit aus 19 hat Skyrim. Skyrim abgeladen. Nein, nicht abgeladen. Gekauft und angefangen, let's playen. Schon ein geiles Game. Ich bin verdammt ein Fan von den Elder Scrolls. Reihen. Hä? Wo ist der Hund? Ist der da jetzt in dieses Ding gekommen? Jetzt wirklich, oder? What the fuck? Das ist so ausgesehen. Ja, egal. Ah, nochmal sei. Ja. Genau, ganz am Anfang nicht der Dynamit, da kann ich noch was sagen, den habe ich einfach zerstört, weil wir ja da Exodus 19 Let's Play machen und Exodus 19 gleich No Cheat, oder? Logisch. Schon klar, Exodus 19 und Cheaten. Passt so wenig zusammen wie Bratwurst und... Ja, was kann ich sagen? Keine Ahnung. Moment, hat da jetzt noch eins Platz? Ach, die verstammten Scheißfans. Hat jetzt da noch eins Platz, oder? Ja, es hat noch eins Platz. Wie baue ich da? Na ja, komm, machen wir da gerade noch schnell. Da kann ich noch schnell da abbauen. Oh fuck! Ey, ich verhungere jetzt da gerade. Ich habe noch ein bisschen Rotten Flash dabei. Verdammte Scheiß. Das ist glaube ich das letzte Mal schon aufgefallen, aber ich habe es nicht weiter beachtet. Ja, da kommt jetzt, um mich jetzt bitte zu strafen. So schön gesagt, wie machen wir das? So. So würde ich sagen, so, ja. Genau, ja, ja, genau. Wenn wir das Loch aber gerade... Nein, 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 ich habe es jetzt im falschen Ort gemacht. Nein! Ah, stimmt. Wie wollte ich da machen? Verdammter Scheiß. Ja, komm, machen wir es einfach so. Jetzt von oben so. Oben runter. Nein. Nein, ich komme nicht runter, nein! Shit! Fuck! Ah, oh, Mann! Okay, ich bin ja sonst schon so ein guter Glasverschwender. Können wir doch dem Ruf weiterhin stehen? Nein, was hätten wir getan? Jetzt Eier, Eier 3. Oh, Huhn! Nee, nein! Das einzige Huren. Schade! Aber ja, es hat schon wieder neue Eier, als wir da haben. Aber das ist meine Methode, einen Hühnerfan zu beleben. Ich glaube, das vielleicht am Anfang ein bisschen langsam, aber da wird ja noch... Was? Aha! Ein Fall ist jetzt da zugemacht. Ja genau, ein riesiges Luxushaus wäre jetzt an der Reihe. Aber zuerst muss ich etwas essen. Nein, ey. Ah, alles Gravel. Warum hat die mit so viel Gravel? Ah, geil. Nein, einfach so ein riesiges Luxushaus kann ich ja nicht machen. Aber ich könnte ja die Hölle gehen, genau da. Das habe ich ja schon einmal vorgeschlagen. Oder ich könnte einfach mal... ein bisschen lustiges Zeug schneller anstatt irgend so etwas langweiliges. Ich meine, schau mal, man sieht aus 19 seine Let's Plays. Der schnurrt einfach und es ist huere spannend. Also, es ist jetzt nicht ironisch oder sarkastisch oder sonst irgendwie gemeint, sondern ernsthaft. Es ist einfach spannend, oder? Und er weiß auch, was machen. Es ist nicht das gleiche, wenn ich Skyrim oder so spielen würde, wüsste ich auch, was machen. Ich meine, das ist ja auch Quests und so, aber...